The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, make it so. Make it so. Make it so. Now. Hallo, Grüße miteinander und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Galaxy Fairmont und von eurem Jan Simon. Ja, heute zu Türchen Nummer 21. Ja, nur noch dreimal schlafen und dann ist schon Weihnachten. Unglaublich. Ne, mein heutiger Gast heute an dieser Stelle ist ein Gast, den ich eigentlich schon am 17. hätte nehmen wollen, aber ich da nicht mehr gedacht habe. Weil dann, ja, gerade, ja. Na, egal. Am 17. in 2 Monaten startet eine Staffel einer Serie, die letzte Staffel, wo dieses Schiff geteasert wurde und jetzt offiziell Kanon geworden ist. Die Rede ist von 3. Staffel Star Trek Picard und der Enterprise F. Ja, an dieser Stelle auch richtig cool, dass Thomas Marone eines der Flaggschiffe von Star Trek Online nun Kanon machen durfte. Und meine Güte, wir wussten es noch nicht weggegangen, haben das mal gemerkt. Naja, auf jeden Fall richtig cool, dass jetzt die Enterprise F Kanon geworden ist. Finde ich richtig cool, weil ich finde die Odyssey ein richtig cooles Design, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich da anfangs eher ein bisschen skeptisch war, aber ich habe mich dann doch ein bisschen, ich hab's auf meine Art und Weise mögen gelernt. Also ist auch richtig cool und dann hier noch mit seiner Aquarius-Eskorte hier hinten dran, seine kleine taktische Verstärkung, sozusagen die Defiant der Odyssey, eine kleine Defiant für die Odyssey, plus dann noch Untertassenabtrennung, auch richtig, richtig nice. Naja, gut, so viel dazu, zur Schwimmerei. So, und nachdem ich es ja gestern vergessen habe zu erwähnen, mache ich das am besten heute gleich. Meine heutigen Grüße gehen raus an Ahnungslos TV. Herzliche Grüße gehen an euch, auch immer sehr schön, eure Videos zu sehen. Und auch schön, dass ich eine großen Köpfe sein darf in der Flotte, um das Ganze ein bisschen mit aufzubauen und da ein bisschen anzuleiten. Naja, ist auch richtig schön. Und diese Ahnungslosigkeit während der Mission ist auch immer sehr schön. Und naja, das zeigt ja der Kanal aus. Ahnungslos. Aber dafür ist es umso toller mitzuschauen. Naja, und dann will ich jetzt eigentlich, komm, ich erspare euch das für die nächsten Tage. Ich mache da kein großes Geheimnis mehr draus. Und meine heutige Hit-Empfehlung ist Mein Herz von Beatrice Egli. Ja, wer hätte das gedacht? ja, auf jeden Fall ein sehr tolles Lied, das ich immer wieder gerne höre. Aber nicht so oft, wie ich festgestellt habe. Denn manchmal, wenn ich es so oft höre, dann ist es dann doch ein bisschen lästig. Aber okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den Adventskalendern. Und dann suchen wir mal die 21. Ah, ist die 8 draußen. So, da habe ich sie schon. Hier ist die 21, ich meine hier. So, und drinnen ist ein Schokobon mal wieder. Na komm, geh her. So, ja, wir haben jetzt noch 3, die Zeit fliegt, ey, die Zeit fliegt. Mann, ey. Ey, da fühlt man sich gleich alt, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten, beziehungsweise zum zweiten, so viel sind das ja gar nicht mehr. So viele sind das eigentlich gar nicht, wollte ich sagen. So, hier oben ist die 21. Wenn die Kamera mal fokussieren würde. Nein. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und ich mache jetzt einfach mal auf rabiate Art und Weise die Tür auf. Und, cool, so ein Törtchen. Toll. Finde ich toll. Ach ja, was ist denn das nochmal? Stracciatella-Töpfchen. Oh.
Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Naja, gut. Dann würde ich sagen, war es das schon an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ma'am, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some tea, grey hot. The lights turned way down low. Make it so. Make it so. Make it so.